Dann weißt du über Alma Seidler, über A-A-S-E-D-E. Dürfen wir den vorstellen? Alma Seidler war nicht nur eine der ganz, ganz großen Schauspielerinnen. Sie war auch ein unendlich liebenswerter Mensch. Warmherzig, äußerst humorvoll und eine Kollegin, wie man sie sich wünschen kann nur. Sie war total übersinnlich und vielleicht auch daher ihre Gabe, jede Rolle so echt zu spielen, dass sie wirklich hineingeschlüpft ist. Sie war die Person, die sie gespielt hat. Sie war sehr zurückgezogen, glaube ich auch, oder sehr zurückhaltend. Sie hatte kein großes Interesse an einem Selbstdarstellungswunsch ihrer eigenen Person gegenüber. Und das spürt man, finde ich, also eine stille Größe. Es war ja auch zu einer Zeit noch, wo an diesem Bühnentürtel, was Sie hier hinter mir sehen, am Burgtheater, nach der Vorstellung Horden von Autogrammjägern standen und einem Autogramme abverlangten. Ich habe erlebt, dass die Seidler damals mit ihrem Kopftuch und ihrem Regenmantel durch die Leute durchgegangen ist. Sie haben sie nicht erkannt, weil sie auf der Bühne so anders war. Mein ganzes Leben lang danach getrachtet, wenn schon, dann nur durch meine Arbeit oder eine Leistung in Erscheinung treten zu dürfen, und war glücklich und zufrieden, wenn mir das gelungen ist. Persönlich bin ich am liebsten immer in der Tapete verschwunden. Die Alma Seidler ist 1899 in Leoben in der Steiermark geboren, oder nach wenigen Jahren ist die Familie dann nach Wien übersiedelt und Alma Seidler wurde eine Wienerin. Der Vater wurde dann später österreichischer Ministerpräsident, hat sich allerdings auch sehr fürs Theater interessiert, hat auch Theaterstücke verfasst und hat auch offensichtlich seine Leidenschaft an die Kinder weitergegeben, an die Alma, aber auch an ihre Schwester Elfriede. Beide wurden Schauspielerinnen und beide sind schon als Kind in der Loge im Theater gesessen, neben dem Vater. Besonders fällt mir ein, dass sie eine Begabung hatte, bis ins hohe Alter sich etwas Mädchenhaftes zu bewahren. Etwas im besten Sinne Kindliches, Naives. Sie bekam Schauspielunterricht von Albert Heine, dem späteren Burgtheaterdirektor, und wurde dann schon mit sehr frühen Jahren ans Burgtheater engagiert. Als ich mit 21 Jahren ans Burgtheater gekommen bin, war für mich das der Ort der legendären und unsterblichen Göttinnen und Götter und sehr unnahbar und unerreichbar. Und die Alma Seidler war für mich darunter eine der menschlichsten, unprätentiös und
Ich hatte sofort einen Zugang zu ihr. Sie hat keinerlei Starallüren gehabt, überhaupt nicht. Sie war völlig natürlich, völlig frei und von einer großen Liebenswürdigkeit. Also man musste sie gern haben, es ging gar nicht anders. Abgesehen davon, dass alle Kollegen, die irgendetwas über sie erzählt haben, immer ein großes Leuchten auch in den Augen haben, sie muss wirklich ein Zauberwesen gewesen sein, ist mir am einprägsamsten die Erzählung, dass sie eine, wie wir im Theaterjargon sagen, eine große Lachwurzel gewesen sein soll. Was ich sehr sympathisch finde und mich sehr erleichtert, weil ich auch sehr gefährdet bin in dieser Hinsicht. Irgendwann einmal ist sie mir abgegangen und kam aber gleich wieder, Gott sei Dank. Außerhalb der Szene mal kurz die Lachtränen weggewischt und kam dann wieder auf die Bühne und dann konnten wir die Szene zu Ende spielen. Also sie war da irgendwie sie konnte das nicht eindämmen. Also ihre Fähigkeit war es nicht, aber Fehler war es auch keiner. Also ihre Eigenschaft auf der Bühne plötzlich unvermittelt loslachen zu können, weil sie etwas wahnsinnig komisch fand. Die Alma Seidler war sicherlich eine Gegnerin vom Nationalsozialismus, alleine durch die Tatsache, dass ihr Mann Jude war. Er musste dann auch 1938 ins Exil in die Schweiz gehen. Auch der Sohn hatte Schwierigkeiten mit dem Regime. 1939 fanden in Wien die Reichstheaterfestwochen statt und damals war Adolf Hitler in Wien, ist persönlich nach Wien gekommen und war auch bei einer Burgtheatervorstellung anwesend. Genau bei dieser Vorstellung hat auch Alma Seidler mitgespielt und er hat dann die Schauspieler, die damals mitwirkten, ins Imperial zu einem Empfang geladen. Der Hitler hat einen Takt. Einmalig, sage ich Ihnen. Wissen Sie, worüber er die ganze Zeit gesprochen hat? Dass es ihm so leid tut, dass er so streng gegen die Juden vorgehen muss. Zum Glück habe ich ihm nie recht zuhören können, denn vor ihm ist immer ein Glas Fruchtsaft gestanden. Jetzt macht er doch dauernd so große Handbewegungen. Und ich habe mir nur überlegt, was mache ich, wenn er den Fruchtsaft über mein Kleid gießt? Sitzen bleiben und mühsam lächeln? Weggehen und das Kleid waschen? Oder bin ich dann auf einmal keine Ehrenarierin mehr? Ich habe die Alma Seidler noch persönlich gekannt. Ich war damals sehr jung, ich war noch in der Schule. Mit 12, 13 Jahren bin ich immer gestanden für einen Stehplatzschlange. Da hat man sich schon einen Tag vorher angestellt. Das heißt, man ist schon zeitig um 5 in der Früh ist man schon dort gestanden. Sie hat große Rollen gespielt, sie hat auch kleinere Rollen, aber Fachrollen gespielt, die sie erfüllt hat mit Leben. Diese Kunst, die kleine Rolle so auszufüllen, dass es ein bleibender Eindruck wird. Da muss man aber eher auch Filmrollen kann man hier dazu nehmen. Sie hat selten mit Schminke irgendwas gemacht oder mit Perücken oder so irgendwas. Das war nicht ihr Stil. Die Alma Seidler war immer eine ganz andere Person. Sie selbst konnte man nur privat kennenlernen. Sie hatte eine chamäleonartige Weise, sich zu verändern, im Wesen zu verändern, nicht äußerlich. Sie war immer lebendig, sie war ungeheuer lebendig. Aber sie war nie... Sie war immer fein, sie war immer zart. Eine sehr feinfühlige Schauspielerin mit einer sehr melodiösen und eingehenden, doch eher sanften Stimme, sehr musikalischen Stimme.
Sie hatte ein bezauberndes Lächeln. Ihre Stimme war eine weiche, mädchenhafte, junge Stimme, auch wie sie schon alt war. Ihre Stimme war jung, aber das war keine Diskrepanz. Das war sie. Die einen sehr innigen Ton gefunden hat oder natürlich auch einen innigen, leidenden Ton finden konnte, je nach Rollensituation natürlich. Und die auch kleinere Theaterrollen mit besonders viel Details und durch Gestik und Mimik ausfüllen konnte, sodass sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und sie hatte ein köstliches, komisches Funkeln in den Augen von einem köstlichen, versteckten Humor, den sie auch rauslassen konnte. Also das 40-jährige Bühnenjubiläum war wirklich was ganz was Besonderes. Alma Seidler wurde da wirklich ganz groß gefeiert und man kann sagen, sie wurde einmal aus ihrer Bescheidenheit, aus ihrem Hintergrunddasein hervorgeholt und man hat wirklich zum Ausdruck gebracht, wie sehr man sie schätzt, wie sehr sie die Kollegen am Burgtheater schätzen und das hat Alma Seidler sicherlich sehr gut getan. Von uns allen Geliebte, Alma Seidler. Wer wüsste es besser als du, dass Burgtheaterjubiläen nicht nur interne Familienfeste, sondern darüber hinaus meist auch Freudenfeste für die gesamte Stadt bedeuten. Ganz bestimmt gilt das für den heutigen Tag, an dem der Jubiläumsthron von niemandem geringeren als der unbestrittenen Königin der österreichischen Schauspielkunst eingenommen wird. Ein Volkslied, so schlicht und einfach, dass es jeder verstehen kann. Und ich glaube, dass das Wesentliche ist eigentlich, diese Einfachheit, die aus dem Herzen kommt und zum Herzen spricht. Wir sagen die Seidler. Und wenn wir Seidler sagen, so ist das für uns ein Begriff. Einer unserer großen befreundeten Kritiker hat einmal gesagt, sie spielten eine alte Jungfrau so, als ob es das Begehrenswerteste sei, eine alte Jungfrau zu sein. Man liebt die Seidler, man verehrt sie, sie ist eine unserer Größten. Aber sie stand immer ein wenig in der zweiten Reihe. 1960 wurde Alma Seidler Ehrenmitglied des Burgtheaters. Das war jetzt nicht ihre erste große Auszeichnung. Sie ist 1926 beispielsweise Kammerschauspielerin geworden. Aber die Ehrenmitgliedschaft, die war dann schon was ganz Besonderes. Das war eigentlich die höchste Auszeichnung des Burgtheaters, die sie bekommen konnte. Man sagt ja immer, vor allem bei Totenreden, also immer zu spät, dass die Leute einmalig waren, sagen, gibt es nicht wieder. Diese üblichen Floskeln. Deshalb hat man Hemmungen, sie zu verwenden. Aber sie war es. Sie war einmalig. Diesen Zauber würde ich insofern definieren, dass man ihr nicht in die Karten schauen kann, wie es gemacht ist, dass man nicht zwischen die Jalousien schauen kann, dass man einfach, das ist diese große Magie, dieser große Zauber. Wir hatten in der Direktion irgendwann überlegt, dass es eigentlich zum Iflandring irgendeine parallele Auszeichnung für Frauen geben sollte. Eine Auszeichnung als Ring zu erhalten, hat eine wunderschöne Symbolik. Ohne Anfang und ohne Ende, um eine leere Mitte zu ringen. Unser Motiv war einfach ein weibliches Pendant.
zu finden. Und das haben wir besprochen und haben wir dann dem Unterrichtsminister Sinowatz vorgeschlagen, das als Alma Seidler-Ring zu machen. Und diese leere Mitte ist der Urboden der Kreativität, des Gottesgedanken, wenn man so will. Und dass ich Zeit meines Lebens mich diesem Prozess widmen darf, empfinde ich als sehr bedeutend und sehr würdevoll. Es ist lange genug her, es lebt auch kein Nachfahrer. Man kann also ohne Opportunismus über sie sehr, sehr gut reden. In dieser Kategorie, in der sich diese ganzen Göttinnen und Mythen des Burgtheaters bewegen, hat Alma Seidler ganz besonders diesen Zauber gehabt. Wie auch einen sehr mädchenhaften Zauber, einen sehr, ich möchte fast sagen, überirdischen Zauber. Nichts Handfestes, Gemachtes, nichts, wo man reinschauen kann und sagen, und das sezieren kann, sagen, ja, daran liegt es. Es ist ein Rätsel, es ist ein Mysterium. Das ist großartig, das braucht das Theater.